meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch Ringpuren. Wir benutzen heute die altbewährten Amsterdam-Farben. Ich habe hier schon ein bisschen was für euch vorbereitet. Wir werden heute verwenden die Farbe Prussian Blue, das ist übrigens eine meiner allerliebsten Lieblingsfarben, Primary Blue, Türkisblau, Türkisgrün, Primary Magenta, Hellrosa und Titanium Weiß. Wir arbeiten heute auf einer 40x40 Leinwand und jetzt habe ich schon genug gesagt, genießt die Show, legen wir los. Also gut, meine Lieben, wir layern heute unsere Farben in einen 0,5 Liter Messbecher. Ich möchte die hellste Farbe in der Mitte haben und deswegen beginnen wir mit unserem Titanium Weiß zu layern. Wie ihr sehen könnt, die Amsterdam-Farben sind wirklich altbewährt. Es gibt hier kein Vermischen der Layers. Sie legen sich wunderschön übereinander. Und ganz zum Schluss möchte ich noch dieses tolle, tolle Prussian Blue haben. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsfarben. Es sieht jetzt hier in der Kamera fast schwarz aus. Ganz ein dunkles Mitternachtblau. So, ich denke auch, das reicht. Und schon bringe ich hier meine Becher in Sicherheit. Also, wir wollen Ringpuren. Das heißt, wir versuchen uns in der Mitte zu zentrieren und beginnen unsere Farbe in kleinen kreisförmigen Bewegungen aus dem Becher gießen zu lassen.
Okay, ihr Lieben, ihr seht, ich habe nicht so viel versprochen. Das Fresh & Blue kommt schon raus. Ich finde, es sieht jetzt schon toll aus. Wir werden das Ganze aber noch ein bisschen austutschen. So. Um unserer Farbe ein bisschen beim Fließen zu helfen, gebe ich hier an der Seite noch ein bisschen schwarze Base dazu. Wir haben hier auf jeden Fall genug Farbe. Aber ich möchte trotzdem versuchen, mir halbwegs diese wunderschöne Form beizubehalten. So, ich denke, das reicht uns auch schon. Und nun ganz, ganz vorsichtig. So, ich helfe unserer Farbe ein bisschen über die Kanten zu kommen. Und jetzt können wir hier ein bisschen mehr Gas geben. Und ihr seht schon, die Drehplatte hat wirklich einen tollen Job gemacht. Wir haben wunderschön gecoverte Ränder. Und von der Farbgebung ist es einfach toll. Ihr könnt hier ganz toll erkennen, diese schönen Muster, die wir geformt haben durch das Ring Pure. Ich finde, das ist jedes Mal wieder eine Überraschung. Ich finde, es ist toll geworden. Die Farben gehen toll miteinander. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Amsterdam-Farben sind einfach altbewährt, sie funktionieren einfach immer. So, meine Lieben, dann sind wir jetzt auch schon am Ende des heutigen Videos. Ring Pure, ich liebe es. Ich liebe es, diese Technik anzuwenden im Acrylpuring. Es kommen immer tolle Ergebnisse raus, ein tolles Farbspiel, ein tolles Muster. Ihr könnt es total variieren, indem ihr die Drehplatte einmal links und einmal rechts dreht. Jedes Mal wieder ein einzigartiges Ergebnis. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich von Herzen fürs Einschalten und Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Für euch ist es ein Klick, es ist kostenlos. Für mich bedeutet das alles. Mehr Videos verlinke ich euch hier oben und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.